Hallo und wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Frag zurück zum Garten, eure Fragen von mir beantwortet. Schauen wir mal rein, was die heutige Frage ist. Ist etwas länger, wie es aussieht, und zwar haben wir hier: Hallo, ich habe letztes Jahr im Herbst einen Garten übernommen, der in einem sehr schlechten Zustand ist. Okay, das sind sie ja meistens, wenn man was übernimmt, so kurz vorm Verkauf oder etwas dergleichen oder vor der Aufgabe, machen die Leute ja mindestens ein Jahr lang nichts. Aber gut, da kann man dann auch wieder auf viel werkeln und hat eine Aufgabe. Ich bin da jedoch noch blutiger Anfänger. Jeder fängt mal klein an, also lass dich da nicht entmutigen, auch wenn es im ersten Jahr vielleicht mal nicht ganz klappt. Großes Hochbeet aus Paletten erstellt, zwei weitere Folgen, ein sehr großes Beet erstellt, ca. 6-7 Meter mal 25 bis 30 Meter, in dem ich letztes Jahr noch Pferdemist ohne Stroh eingearbeitet habe und dieses Mal nochmal umgrabe und von Unkraut befreie. Sehr lehmhaltiger Boden. Herzlichen Glückwunsch, so sieht mein Garten auch aus. Also ich habe auch sehr lehmtonhaltigen Boden, aber ist kein Problem, wenn man da permanent dran arbeitet, wird der peu à peu besser. Und manchmal ist lehmhaltiger Boden gar nicht so schlecht, denn er speichert viel Wasser. Gerade in brennenden Sommern ist sowas manchmal ein Segen. Nun zur Frage. Ein Meet and Greet wäre klasse, aber mal eine Art Treffen mit Leuten, bei Leuten, würde mich noch mehr interessieren. Wo man mit 5 bis 10 Leuten mal zusammen in den Garten geht und sich dort umsieht, hilft, Ratschläge erteilt etc. Ist sowas umsetzbar? Gerne natürlich auch, um Videos zu machen und so weiter. Ja, also hört sich interessant an für mich. Habe ich ehrlich gesagt auch drüber schon nachgedacht. Also so ein Meet and Greet, gut, dieses Jahr aufgrund gewisser aktueller Krisensituationen wird es wahrscheinlich nicht möglich sein. Also glaube ich nicht, dass wir das dieses Jahr durchgezogen kriegen. Aber nächstes Jahr habe ich das geplant. Also einmal für alle gibt es ja das Garten-YouTuber-Treffen, was dieses Jahr ja krisenbedingt leider auch ausgefallen ist. Aber sonst ist ja jedes Jahr im Mai das Garten-YouTuber-Treffen geplant. Und ich glaube auch nicht, dass so diese Tradition jetzt abbricht, weil das Event wächst ja immer mehr und ist ja auch eine schöne Möglichkeit für uns als YouTuber einfach mal euch als Zuschauer kennenzulernen und einfach mal sich ja direkt auszutauschen, wie du es ja auch schon geschrieben hast. Aber fernab von der Sache bin ich da auch noch mal einen Schritt weiter gegangen und habe mir da schon mal Gedanken gemacht, dass man auch genau wie du geschrieben hast, so mit 5 bis 10 Leuten so ein Meet and Greet bei mir im eigenen Garten macht. Und dass ich vielleicht, keine Ahnung, noch umliegende Garten-YouTuber einlade und man einfach wie so ein nettes Wochenende oder so einen netten Nachmittag macht und das auch 2, 3, 4, 5 Mal im Jahr, also mit verschiedenen Leuten dann, dass sie einfach mal bei mir vorbeikommen, wir gucken uns meinen Garten an, wir sprechen über Probleme und Lösungen und Verbesserungsmöglichkeiten und ich hau natürlich dann auch all meine Ratschläge raus, nehme aber auch gerne von euch welche an, weil es gibt ja auch andere Leute, die definitiv Top-Ideen und wirklich geile Gärten haben. Dementsprechend bin ich da absolut nicht abgeneigt und ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht, wie sowas abläuft, also dass ich das dann sozusagen öffentlich ausschreibe, die Leute sich ja in Klammern bewerben, es kommt jetzt darauf an, wie viele da anfragen, ne? Wenn sich jetzt 5000 Leute melden, wird es bei mir schwierig, weil man möchte ja auch so ein bisschen so eine persönliche Ebene schaffen, aber dass man dann irgendwie so eine Art, keine Ahnung, Wildcard verteilt oder so, je nach Anfragengröße und dann, ja, Käffchen, Kuchen oder einen Grill anwirft und einfach die Leute einlädt und dann 4, 5 Stunden sozusagen zusammen bei mir, also die Fläche habe ich ja, das ist also kein Problem, dass ich da ja sozusagen Führung durch meinen Garten anbiete und man ja sich einfach austauscht und einen netten Nachmittag verbringt. Also das habe ich definitiv im Hinterkopf. Ich denke aber, dieses Jahr wird es nicht. Ich plane das auch noch so ein bisschen. Bis nächstes Jahr habe ich dann auch noch 1, 2 andere Flächen in meinem Garten fertig, wo es später auch mal Videos zu geben wird, wo dann auch eine Größenordnung bis 20 Leute Platz hat, sitzen kann und so weiter, weil ich habe selber auch eine recht große Familie, also von meiner Frau aus die Seite. Wenn wir einen Geburtstag haben, sind wir immer mindestens 20 Leute und dementsprechend habe ich da dann auch vorgesorgt und genug Stuhlmaterial und all so ein Kram ist vorhanden, sodass das definitiv machbar ist. Also das ist bei mir in Planung und wird spätestens nächstes Jahr auch realisiert. Und zu deinem Garten nochmal zurück, 6 bis 7 Meter mal 25 bis 30, du hast ja gesagt, du bist noch Anfänger.
Was hast du vor? Eine komplette Selbstversorgung im ersten Jahr starten? Gut, wenn du Zeit und Lust dazu hast, klar, mach das. Hau raus, was das Zeug hält. Aber als kleinen Tipp vielleicht, übernimm dich nicht am Anfang. Also wenn du am Anfang so eine Monsterfläche, das sind ja viele, viele Quadratmeter, wenn du die bewerkstelligen willst, unterschätzt da nicht die Arbeit, die dahinter steckt. Gerade als Anfänger und auch Misserfolge lass dich davon nicht entmutigen. Jeder hat mal Misserfolge, auch bei mir läuft in jedem Garten ja nicht alles perfekt. Aber das ist dann halt so. Und was ich dir bei der Größe der Fläche definitiv empfehlen kann, sieh zu, dass du irgendwie eine Mulchschicht kriegst, weil sonst wirst du dich da totwässern. Weil die Fläche mit Wasser zu versorgen, ich weiß ja gar nicht, ist die Fläche an deinem Haus dran? Musst du da irgendwo hin? Also die Wasserversorgung ist bei so einer Fläche das A und O. Und dementsprechend, um Wasser zu sparen, kann ich dir nur empfehlen, sorg für Mulchmaterial. Da gibt es ja Rasenschnitt, Stroh, Häckselschnitt. Also da gibt es ja viele verschiedene Sachen. Kann ich dir dann nur empfehlen. Und dein Beet hast du doch super vorbereitet. Pferdemist rein, verrotten lassen dieses Jahr, nochmal von Unkraut befreien. Klar, und in Zukunft kann ich dir empfehlen, um dir Arbeit zu sparen, so eine Fläche würde ich nicht jedes Mal umgraben. Locker die Erde einfach nur an und fahr Jahr für Jahr einfach neuen Kompost oben drauf, arbeite den so ein bisschen ein. Dann wird auch dein lehmiger Boden zunehmend besser, lockerer werden, aber trotzdem noch die Eigenschaften haben, dass er das Wasser gut hält. Also von daher, ich sehe deinem Wunschgarten da ja, freudig in Zukunft entgegen und wenn du die Möglichkeit hast, schau doch gerne bei Insta bei mir vorbei, also auch zurück zum Garten und schick mir da mal ein Bild zu oder markiere mich mal auf einer Story oder so, wenn du deinen Garten zeigst. Würde mich einfach mal interessieren, wie sieht das so in Real Life aus? Ja, ich hoffe, ich konnte deine Frage unbekannterweise beantworten, weil du hast leider keinen Namen oder etwas dergleichen drunter geschrieben. Aber ja, tut ja in dem Sinne auch nicht viel zur Sache. Wenn du sonst noch Fragen hast, unten in die Kommentare einfach schreiben. Ich beantworte die gerne, auch von allen anderen Leuten natürlich. Und wenn ihr auch mal eine Frage habt und wollt vielleicht im nächsten Video auftauchen, dann gerne einfach die Frage an frag-zurück-zum-garten@gmail.com oder wie es jetzt andere auch schon gemacht haben, filmt euch doch einfach mit der Frage selbst, also wenn ihr einen Insta-Account habt oder etwas dergleichen und schickt mir das Ganze dann an die E-Mail-Adresse zu, dann baue ich euer Video mit in mein Video ein und ihr werdet natürlich unterm Video dann auch verlinkt, sodass die Leute bei euch direkt vorbeischauen können, weil ich finde es immer sehr interessant, auch mal in andere Gärten zu gucken und auch die anderen Leute schauen gerne mal nach, wie sieht es denn bei anderen einfach so aus? Also von daher auch gerne in Videoform das Ganze schicken. Habe ich jetzt auch schon zwei, dreimal gekriegt, werdet ihr die nächsten Tage dann sehen. Und natürlich nicht vergessen, Kanal abonnieren, Like-Button drücken und die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video. Zurück zum Garten. Live ist jetzt raus. Ciao, ciao.